About 10 minutes later, all the lights come on, like a stadium. Alle Lichter und Scheinwerfer im Camp und auch die Sirenen gingen plötzlich an. Es herrschte das totale Chaos im Lager. Alle rannten zur medizinischen Klinik. Ich sah Corman, sie arbeitet in der Klinik. Ich sah, dass sie aufgeregt war und fragte, was los ist. Sie sagte, drei Gefangenen sind tot. Sie hätten Selbstmord begangen. Sie sagte, es gibt drei Detainees in der Klinik. Sie sind tot. Sie sagte, sie schoben Rags in ihre Hals und killed them. Why did you decide to independently investigate? Was hatte sie dazu bewogen, den Tod dieser Gefangenen näher zu untersuchen? Well, from what I witnessed, I knew the government. Die Geschichte der Regierung ist falsch, sie ist unmöglich. Bei allen drei Gefangenen wurden die Hände und Füße zusammengebunden. Sie stopften ihnen Tücher in den Hals, legten eine Maske über ihre Gesichter, machten eine Schlinge, sprangen in diese Schlinge rein, die sie vorher an der Decke des Zellblocks befestigt haben, und hängten sich alle drei gleichzeitig auf. Der Zellenblock der Gefangenen wurde von den Wachen alle drei Minuten kontrolliert. Vielleicht gab es einen Unterbruch bei der Kontrolle der Zellen und die Wachen gingen zu dieser Zeit nicht ihren Weisungen nach. Das kann nicht sein, denn ein paar Stunden vorher wurden alle Zellen inspiziert und es wurde nichts gefunden, mit dem man sich selber aufhängen könnte. Also zwischen 4 und 6 Uhr morgens hätten diese Gefangenen sich dieses Material besorgen müssen, was extrem schwer ist, und hätten das auch noch vollbracht, ohne gesehen zu werden. Das ist unmöglich, einfach unmöglich. Make nooses and rags out of them within a few hours. With no one seeing them do this, it's impossible. It's impossible for this to happen. Why haven't any other guards? Was sagten die anderen Wachen zu diesem besonderen Vorfall, zu diesem Selbstmord? These alleged suicides. Well, they scare you when you get there. Sie konnten nichts dazu sagen. Speziell in diesem Fall wusste jeder, der davon sprach, dass es Probleme gibt, wenn du es wagtest, über dieses Thema zu sprechen. Warum wurden gerade diese drei Gefangenen ausgewählt? Sie standen doch kurz vor ihrer Entlassung. Sie waren ein wirkliches Hindernis in diesem Camp. Sie störten die Operationen und provozierten mit Hungerstreik. Es hatte politische Auswirkungen, wenn Häftlinge im Hungerstreik sind und diese konnten nicht geduldet werden. Als ich im Jahr 2006 dort stationiert war, hatten wir über 200 Befragungen in der Woche. Da aber diese Häftlinge im Hungerstreik waren, konnten wir diese Befragungen nicht mehr durchführen. So, diese drei Häftlinge waren ständig im Hungerstreik und provozierten andere Häftlinge auch dazu. Ich vermute, dass es daher Priorität war, diesen Hungerstreik auf diese Art zu stoppen. Mission for JTF Gitmo at time was stop the hunger strikes at all costs. And so how do you think that they did? Und Sie meinen, dass durch die Ermordung dieser drei Gefangenen das Problem so gelöst worden ist? Ich glaube, Sie wollten das Problem mit diesen drei Gefangenen einfach loswerden, weil sie mit Hungerstreiks provozierten. Nach ihrem Tod gab es für lange Zeit keine Hungerstreiks mehr. And then were there any hunger strikes after? No.